Schön haben Sie den Weg hierhin gefunden und herzlich willkommen zu unserem ganz kurzen Seminar zum Thema: Wie schaffe ich es, noch mehr Content rauszuspielen? Welche Strategien, welche Tools gibt es überhaupt und wie funktioniert das Ganze, wenn ich ja ständig sehe, dass andere Leute immer etwas posten und ich bei der Arbeit bin oder irgendwelche Kundengespräche führen muss? Und wie geht das Ganze dann raus? Wie soll das funktionieren? Wir erklären Ihnen ganz kurz in 3 Schritten mit einem System, wie das funktioniert. Bleiben Sie also bitte dran. Wie soll das funktionieren, wenn ständig irgendwelche Telefone klingen, E-Mails reinkommen, Kundengespräche geführt werden müssen und irgendwo doch auch noch gearbeitet werden muss und trotzdem schaffen es die Leute immer wieder, irgendwelche Inhalte auf Social Media Kanälen in digitalen Strategien umzusetzen? Wie soll das funktionieren? Ich habe genug zu tun, Sie haben genug zu tun. Da muss es doch irgendeine Methode, ein System geben und auch die Tools dazu, um das Ganze entsprechend zu verbreiten. Und ja, das gibt es. Wir nennen das Ganze nämlich 532. Und unter 532 verstehen wir, dass Sie grundsätzlich eine Strategie benötigen, um Ihren Content in Globo, im Großen zu erstellen und nachher in sogenannte Content-Snacks runterbrechen und entsprechend diesem System auf Ihren Social-Media-Kanälen verteilen. Natürlich müssen Sie sich vorher damit auseinandersetzen, auf welchen Kanälen macht es Sinn. Ist es eher Business und LinkedIn? Ist es eher Facebook ab 35, weil die Jüngeren nicht mehr auf Facebook sind? Ist es eher Instagram, weil die Jüngeren eher dort sind? Oder ist es sogar eine Messenger-Strategie über WhatsApp und Messenger kombiniert, wie ich an entsprechenden Traffic komme? Aber genau darum geht es, weil die erste Stufe, der sogenannte Traffic, der muss erstmal aufgebaut werden. Das heißt, Sie müssen im Rahmen von Ihrer Strategie, welche letzten Endes ja 100% ist, und hier kommt auch schon die kleine Auflösung vorab, 50, 30, 20% jeweils aufgeteilt wird, um entsprechend Traffic zu generieren. Das heißt, wenn Sie rausgehen und Inhalte haben, Geschichten haben, dokumentieren und nicht kreieren, sprich Sie geben Einblicke und ermöglichen den Leuten auch gewisse Probleme zu lösen, dann können Sie hier über diese Probleme, die Sie lösen, Geschichten erzählen, Content-Snacks rausbrechen, aber müssen dabei aufpassen, dass das Ganze 50% des gesamten Contents ist, das Sie rausspielen. Das heißt, Sie wissen, 100% des Content habe ich, brauche ich, 50% muss Traffic generieren. Traffic generieren heißt, Sie müssen schauen, dass diese Inhalte nicht auf keinen Umständen irgendwo gebrandet sind oder irgendwo kommerziell, also Commerce ausgerichtet sind, weil dann sehen die Leute, dass mir der nur immer was verkaufen will oder irgendwas andrehen will und das kommt entsprechend nicht an. 50% des Content muss Traffic generieren, sprich hilfreiche Lösungen, Informationen, kleine Snacks und Pieces rausspielen. 30% dürfen Sie ins Branding investieren, das heißt, dürfen Sie Content rausspielen, wo Sie genau sagen, wie die Firma entsprechend hilft, wie Sie als Person, als Persönlichkeit zu gewissen Problemstellungen stehen, was Sie auch qualifiziert dazu, dies zu machen. Und 20% ist effektive Werbung, sprich Commerce, wo Sie Produkte entsprechend rausspielen. Jetzt kommt aber eine Frage, ich habe nicht die Reichweite, was soll ich denn tun? Ich habe irgendwie auf Facebook eine Reichweite von 0,0x%, auf Instagram, da passiert so viel und YouTube, da muss ich auch die richtigen Keywords haben. Das ist absolut richtig und es braucht auch ein bisschen Zeit. Aber Sie können Ads natürlich entsprechend einsetzen über den ganzen Kanal, den ganzen Funnel hier, sprich, wenn die Leute ja oben reinkommen, gewisse Dinge sehen, hier unten respektive irgendwas kaufen sollen, dann werden die auch mit ihrem Content interagieren. Und genau diese Interaktion, die suchen sie. Die Interaktion, die sich hier allenfalls ergibt oder hier ergibt, diese pushen sie mit entsprechenden Ads. Das heißt, sie suchen sich die entsprechenden Content-Snacks raus und pushen diese mit noch mehr Reichweite über sogenannte Ads, sprich über Social Media Ads. Sie können das Ganze natürlich auch über Display Ads machen, die konvertieren zwar nicht so gut, aber Social Media Ads, wenn Sie eh schon im Kanal sind, versuchen Sie das mal. 1 Euro, 1 Franken, 1 Dollar am Tag reicht bereits und Sie können zwischen 800 und bis zu 2500 Leute pro Tag erreichen, wenn Sie die entsprechende Zielgruppe definieren. Wichtig dabei ist allerdings, dass Sie das Gesamtbild im Blick behalten. Das heißt, Sie müssen schauen, dass Sie auf diese Content-Snacks kommen. Und Content-Snacks sind entsprechende Beiträge, die in Format, in der Form auch auf die Kanäle passen. Sprich, Sie sind eher businessorientiert auf LinkedIn, eher vielleicht privat respektive
Privatleben orientiert auf Facebook und auf Instagram, aber vor allen Dingen die Länge und das Format spielt eine Rolle. Da hilft natürlich das große Format Video. Wir wissen heute, dass Video eine entsprechende vielfache Reichweite hat als Text-Content und vor allen Dingen Bild-Content. Das heißt, wenn Sie bereits wissen, Sie brauchen Content-Snacks, sprich kleine Stückchen, dann können Sie sogar den Pillar-Content machen, also das heißt die großen Pfeiler machen und wissen bereits zum Beispiel, wenn Sie einen Beitrag haben, den Sie aufsplitten wollen, dass Sie das entsprechend auch planend umsetzen müssen. Heißt, Sie machen ein Video, ähnlich wie dieses hier vielleicht, das zwischen 5 und 10 Minuten dauert und Sie werden das entsprechend aufteilen in kleine Content-Snacks. Diese Snacks spielen Sie wiederum, sofern Sie hilfreich sind, über Traffic. Wenn Sie ein bisschen Branding sind, über Branding-Strategien raus. Immer darauf geachtet, dass wenn Sie hier 10 Stückchen haben, dass 5 bitte hilfreich sind, 3 Branding beinhalten dürfen und nur 2 irgendwo eine verkäuferische Botschaft drin haben. Das heißt, wenn Sie Video-Content machen im Rahmen von einer Pillar-Content-Strategie und Sie wissen, das System heißt Traffic Branding Commerce 532, dann werden Sie entsprechend das aufbereiten, werden das Ganze filmen, können das Ganze natürlich noch auch aufteilen in kleine Content-Snacks und wenn Sie dann die Regel beachten mit 50, 30, 20, dann dürfen Sie natürlich dann auch am Ende eines solchen Videos oder im Rahmen von nur 2 Content-Snacks auch darauf hinweisen, was Sie für Dienstleistungen anbieten. Um das Ganze dann rauszuspielen, brauchst du natürlich auch noch Tools. Und Tools, um entsprechend diese Planung einfacher zu machen, gibt es zuhauf. Ich erinnere zum Beispiel da an Buffer. Buffer gibt es als kostenlose Version für 3 Accounts, sei das nun LinkedIn, Facebook und Instagram. Wenn Sie mehr wollen, kostet es auch mehr, aber das ist eines der effizientesten und günstigsten Tools überhaupt da draußen. Sie können auch Tools nehmen wie die Hootsuite oder, wenn Sie mögen, Social Pilot, die kosten dann ein bisschen mehr, sind ein bisschen größer, können aber auch dementsprechend mehr planen, mehr rausspielen. Sie können auch ein Tool nehmen, die Planoly für Instagram und Sie haben dort die Visualisierung auch gleich mit drin. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie Sie entsprechende Inhalte bereits vorbereiten, planen und dann rausspielen können und das ergibt für Sie im Rahmen von dieser Strategie hier die Möglichkeit, bereits gewisse fixe Elemente reinzuplanen, rauszuspielen und Sie können dann immer noch hier zwischendrin mit entsprechenden kleineren Inhalten das Ganze ergänzen. Sie können bei Facebook und Instagram zum Beispiel Stories machen. Sie können auch mal einen entsprechenden Post machen durch den Tag, wo Sie gerade sind. Sie können ein Video hochladen, Sie können Instagram TV machen. Die Möglichkeiten gibt es hier zuhauf. Die Frage ist nur, können Sie irgendwo das Ganze so aufsplitten, dass das 532-System auch funktioniert? Wenn Sie mehr über dieses 532, über das Traffic Branding Commerce erfahren möchten, dann schauen Sie mal in der entsprechenden Bio im Link nach. Klicken Sie drauf, stellen Sie uns eine Frage über WhatsApp, Messenger oder über E-Mail und besuchen Sie unseren Workshops und Seminaren. Wir freuen uns sehr, wenn wir im Austausch bleiben. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie, kommentieren Sie, mailen Sie. Wir freuen uns sehr auf Sie. Bis dahin, vielen Dank, eine gute Zeit und viel Erfolg.